Phileas Fogg gehört zu den mathematisch exakten Menschen. Er hob sein Bein nicht, ohne dass es nötig war, und ging stets den kürzesten Weg. Kein Mensch auf der Welt war weniger hastig, und doch kam er stets zur rechten Zeit. Wie kommt ein Mann mit solcher Pedanterie auf die waghalsige Idee, eine derart tollkühne Wette einzugehen? Ein Bericht in der Times über einen flüchtigen Bankräuber lässt dem Club die Diskussion darüber entbrennen, in welcher Zeit man die Erde umrunden könne. In 80 Tagen ist Fox These. Zusammen mit seinem Diener Passepartout werde er den Beweis sogleich antreten und wettet um 20.000 Pfund, exakt nach 80 Tagen wieder zurück zu sein. Eine Wette, die Agent Fix von der Londoner Polizei neugierig macht. Glaubt er doch in Fogg den gesuchten Bankräuber gefunden zu haben. Er wird fortan Foggs Schatten auf der Reise sein. Nach fast 80 Tagen erreichen sie wieder die englische Küste. Phileas Fogg sieht sich bereits als Gewinner dieser Wette. Dies wäre ihm jedoch nie ohne seinen Diener Passepartout gelungen, der gar die indische Prinzessin Aouda vor dem Feuertod gerettet hatte. Mit ihr zusammen kehren sie nun zurück. Alles scheint ein gutes Ende zu nehmen. Oder wird es Agent Fix doch noch gelingen, Foggs Triumph zu vereiteln